Und außen, das ist die angekündigte Favoritin, Corinna Schwab. Das hier ist das A-Finale über 400 Meter bei der weiblichen Jugend, wo jetzt die Plätze 1 bis 4, also auch die Medaillen und der Titel vergeben werden. Und die Titelanwärterin, wenn wir so wollen, das ist Corinna Schwab vom TV 1861 Amberg, die außen erstmal sich lösen kann vom Feld. Und an der Spitze liegt, die gestern bei ihrem Vorlaufsieg ihre eigene deutsche Jahresbestzeit nochmal drücken konnte auf 54,29 Sekunden. Die U20-Meisterin aus dem letzten Sommer, die U20-EM vierte, sie liegt hier an der Spitze, Corinna Schwab. Aber Brenda Kataria Bilders ist die amtierende deutsche U18-Meisterin vom CLV Siegerland. Die liegt da an Position 2 und hat sich noch nicht geschlagen gegeben. Die ist noch in Reichweite. Auch Lisa Sophie Hartmann dahinter und Anna-Maria Hofmann. Das ist noch eng, aber jetzt geht es so auf die letzten Meter. Die Zielgerade. Corinna Schwab ist vorne. Brenda Kataria Bill kommt noch mal näher, aber der Titel ist hier nicht zu nehmen. Corinna Schwab aus Bayern holt sich den nächsten Titel. Die Athletin vom TV Amberg. Corinna Schwab, 400 Meter Hallenmeisterin bei der weiblichen Jugend U20 und die Zeit 54,82 Sekunden.